zu laut. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Penumbra Black Fleck mit dem alten Mann. Hier sind irgendwelche Typen drin von den Schlaftabletten. Es ist hier nichts weiter. Hier sind Schubfächer. Schubfächer sind gut. Halt! Batterien, die ich nicht brauche. Hier ist wieder so ein Schalter. Ah! Eine Rübe! Ich habe einen Ersatzkopf. Der Typ braucht sich keine Sorgen zu machen. Mittlerweile ist mir alles egal. Wozu auch immer der gut ist. Ich will jetzt noch in den Maschinenraum. In die Bibliothek gehe ich zuletzt. So, ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Wir gucken noch mal ins Inventar, was wir alles so haben. Dieses komische Zeug ist jetzt aufgebraucht. Die Spritze ist auch weg, also brauchen wir die nicht mehr. Die kann ich da unten hinlegen. Die Batterien auch, damit das schön seine Ordnung hat. So, ich nehme mal die... Kann man die Säge auch in die Hand nehmen? 4? Nee, dann kann ich nur das machen. Das macht also wenig Sinn. Komm, Säge, du gehst wieder hier hin. Ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Wie ihr gesehen habt. Dann verlassen wir mal das Krankenhaus, das gastliche. Ist hier noch was dahinter? Nein? Ich guck noch mal überall hinter jetzt. Nicht, dass mir was entgeht. Was Wichtiges. Halt. Nein, ist nicht gut. Okay, tschüss. Maschinenraum. Maschinenraum. You're running around with a human body part in your backpack and I'm supposed to be the bad guy. Doch, du bist die fiese Stimme in meinem Kopf. Na, hier kann uns ja noch nicht viel passieren. Hier war ja nur die Tür, die jetzt aufgeht und dann steht da Sophie vor uns. Steht nicht. Wir sind hier. Wir müssen jetzt diesen Gang runter und uns eigentlich immer nur rechts halten. Und dann kommen wir direkt. Was ist denn 8? Da ist noch eine Luftschleuse. Oh Gott. Sieht erstmal so aus, als ob hier nichts ist. Da geht's zur Bibliothek. Ich wollte aber in den Maschinenraum. Hier ist nichts. Hier geht's, glaube ich, runter, ne? Ja. Wir schleichen uns weiter. Luftschleuse. Ah, die geht auf. Ich habe das für alle Fälle notiert. Da. Ich sehe nichts. Merken. Hier ist ein Drehrad. Kann man da dran drehen? Verklemmt. 3. Da kann ich vielleicht das Gas mit abstellen. Gott. Was ist das denn hier? Da geht's aber runter. Anscheinend ist hier unten ziemlich heiß. Vielleicht wird Strom über ein geothermales System erzeugt. Ja? Abgesperrt, aber das Schloss sieht plump aus. Ich kann hier aber nichts greifen. Hier sind Kisten.
Motor ist außer Betrieb. Ich kann hier jetzt gar nicht so viel machen. Ah, hier, was ist das denn? Eine robuste Metallstange. Okay. Erstmal schauen wir hier. Hier haben wir wieder Schubfächer. Mit den obligatorischen Batterien. Ich habe hier schon 10 Kilo Batterien. Ich mach mal die Lampe an. Wir können es uns erlauben. Hier können wir den Druck einstellen. Ventil 130 Grad. Auto. Manueller Modus. Und was ist hier? Wir gucken uns hier erstmal um. Also hier können wir was mit Ventilen machen. Ich fasse das wieder an, wie immer. Kommt wahrscheinlich... Irgendwas stimmt mit den Artefakten nicht. Etwas Schlimmes, aber gleichmaß Unwiderstehliches. Alter und Beanspruchung haben die Tür... die Halterung der Tür geschwächt. Wer bist du denn? Keine sichtbaren Traumaspuren, aber tot ist er sicherlich. Da gehen wir mal von aus, ne? Hast du irgendwas? Nein? Ein Handscanner? Ich ahne was. Let me guess. That was an important corpse. Das war nicht gut. Ich bin gleich tot, glaube ich. You know, there's nothing I'd like more than to see you suffer horribly. That's it. I think ending up with that thing's belly is a bit of a better way to go, even for me. Ich kann hier nicht rein, ne? Nee, kann ich nicht. Da läuft er lang. Kommt er von oben, ne? Gleich kommt er hier. Was soll ich machen? Darunter kann ich auch nicht. Ja. Er bleibt hier. Wenn ich... Was soll ich mit diesem Wurm machen? Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Blöder Text. Ach, dieser bescheuerte Text. Also die Tür kriege ich nicht auf. Wie geht's mir? Was soll ich denn jetzt machen hier? Hier bin ich erstmal sicher. Hm.
hat er mich wieder erwischt. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hier ist hier irgendwas, kann ich hier nehmen, ne? Ja. Warum ist denn hier eine Patschhand? Was ist denn das jetzt hier? Hä? Was ist denn hier los? Guck mal, was ist mit meiner Maus? Warte mal, ich mach mal den. Das bleibt. Hier kann ich nicht rein und jetzt kommt er bestimmt von hier. Naja. Ich töte mich mal, weil das macht ja keinen Sinn hier. So. Mit dem kaputten Maus. Jetzt ist wieder gut. Hat er hier das Kabel kaputt gemacht? Mhm. Kommt er da oben raus? Ja, das ist mir klar. Ich kann mich nicht mehr hinstellen! Mein Angriff ist nutzlos. Jetzt kommt er da durch. Jetzt hat er alle Türen durchöffnet. Da, wo ich stehe. Jetzt müsst ihr hier rauskommen. Kommt er da oben raus? Jetzt kommt er bestimmt da raus. Stelle ich mich hier hin. Jetzt kommt er bestimmt hier vorne raus. Von da oben. Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Wenn ich mich hier hinstelle? Ja. Guck mal, dann kommt er da. Irgendwas ist hier passiert. Aber jetzt kann man da oben. Nochmal. Aha. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal hier hin. Und wenn der zittert. Ich krieg den nicht gegriffen. Ah, das ist doch zum Kotzen. So, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Ich glaube, das. Oder ist das hier? Ah, scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Wie viel habe ich denn noch? 6. Stell mich hier hin. Ich denke mal, das ist nur hierzu. Das Geräusch kommt mir so vor, als ob das von da kommt. Nun stell dich. Ach,
Ich krieg das einfach nicht gegriffen. Das ist nervig. Warte mal, ich nehme mal eine Pille. Kommt der bestimmt wieder von oben? Da ist kein Kabel. Hier sind ja Kabel kaputt. Oder ist das hier das Kabel? Das hier ist das Kabel. Gut. Kann ich jetzt gehen? Jetzt kann ich endlich aufstehen. It might be easier than carrying on. You know, the one thing that keeps me going is that when I finally work out how to end all this, you're coming with me. Kann ich jetzt hier lang? Hier kann ich nicht lang. Kann ich hier lang? Hier kann ich auch nicht lang. Und jetzt? Jetzt ist der Wurm tot. Und komm auch nicht weiter. Ja, dass das dann immer alles stehen bleiben muss und stocken muss, wenn man denn einmal... Ach, hier! Die habe ich gar nicht gesehen. Oh. Und wo muss ich da jetzt rein, um die Hand zu kriegen? Okay, wir haben eine Hand und einen Kopf. Aber ich muss mich erstmal erholen hier in der Ecke. Oh, dann gucken wir jetzt mal ein Inventar. Ja, wir haben eine Hand. Den Kopf lege ich mir mal hier hin, auf die 4 und die Hand auf die 5. 4, 5, okay, 1. So. Wir fahren hier. Jetzt müssen wir hier noch irgendwas mit den Ventilen machen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Oh, meine Güte. Das war aufreibend. Das war aufreibend. Ich mache mal manueller Modus. So, schließen. Kann ich jetzt hier? Ventil auf, Ventil zu. Jetzt kann ich das Ventil auf- und zuschalten. Machen. Okay, lassen das mal so. Mehr geht ja hier nicht. Was steht denn da? Da stand noch was mit Handbuch? Handbuch. Hier kann ich nichts weiter einstellen. Gut. Okay. Der Motor läuft immer noch nicht. Hier war doch irgendwo dieses komische Ventil. Ah. Jetzt müsste das Gas weg sein, vermute ich mal. Ich setze sie mal trotzdem auf. Man kann ja nie wissen. This is residential. The Archaic asks that viral biologists do not take their work home with them. Wie sieht's denn aus? Jetzt haben wir eigentlich schon alles. Jetzt kann ich nur noch zu. War der vorhin auch da? Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wäre mir aufgefallen. Wo kommt dieser Typ her? Ich bleib mal hier hinten. Also, ich wollte nur sagen, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Bibliothek, ne? Hier war ich doch schon überall. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.